Heute Morgen ist es Popo kalt und wir haben ein seltsames Licht, das sich leider mit dem GoPro oder ja, nicht auf einfangen lässt. Auf alle Fälle ist es kalt, raureif. Ich mache mich gerade auf den Weg, um die Vögel zu füttern, wie ich das jeden Tag mache. Oh, da kommt dann nachher eine ganze Schar. Die fressen auch die Meisenknödel, die auch einen neuen Behälter bekommen haben. Es ist so schön an diesem Morgen. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen. Das seltsame Licht könnte eventuell daher kommen, weil wir von einem Solar Flare, also Sonnensturm, voll getroffen worden sind. Es war sogar ein X1 Flare, also normalerweise die unterste Stufe der höchsten Klasse, sodass in vielen Ländern sogar Nordlichter sichtbar sein können. Ja, solange es nicht alles Elektrische ausschaltet, geht es. Aber ich beobachte das ja immer und weiß, dass es selten so ein X1 oder es gibt natürlich viel höhere, gefährlichere gibt. Aber vor kurzem war schon mal einer, der hat dann Südafrika getroffen und ich glaube Teile Südamerikas, ein zweiter. Die waren M-Klasse und haben dort die ganzen Radiofrequenzen ausgeschaltet. Und dieser X1 dürfte auch bei uns oder in nördlichen Ländern, weil er weiter oben eigentlich aufgetroffen ist, ein bisschen Ärger machen. Mal schauen, ob die Medien darüber berichten, weil die berichten zum Beispiel im Moment überhaupt nicht in die Richtung, dass das Magnetfeld immer dünner wird und dadurch auch die Erderwärmung immer höher und so. Und ja, da gibt es aber entsprechende wissenschaftliche Seiten, auch unter anderem der NASA, die darüber sprechen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Auf alle Fälle, das Licht ist fast violett. Ich hoffe, man kann das nachher später erkennen. Schön, aber seltsam. Es ist so ungefähr 7:45 Uhr. Noch Sommerzeit.